ich euch mal eine neue Rute von der Firma Jensi. Das ist die Viplex One. Die habe ich mir jetzt mal hier für den Rhein zum Zanderfischen, ein bisschen Barschfischen ausgesucht. Es ist eine 2,70 Meter Spinnrute mit 25 bis 75 Gramm Wurfgewicht. Das heißt, wir können auch größere Gummiköder werfen. Und das ist hier am Rhein relativ wichtig, dass wir Kopfgewichte ab 20 Gramm nutzen. Sonst kommt man gegen die Strömung nicht an. Es ist eine Kohlefaser-Carbon-Rute. Wie gesagt, 2,70 ist relativ steif, was uns natürlich beim Spinnfischen auf Waller, auf Zander, ja, man merkt, ich bin eigentlich Wallerfischer, was uns natürlich beim Spinnfischen auf Zander ziemlich zugute kommt. Ja, wir werden die jetzt testen. Ich habe mir für die Rute jetzt eine 390 Gramm Rolle, ja, 400 Gramm organisiert. Und da werden wir dann mal gucken, ob wir da nicht den ein oder anderen dicken Zander oder dicken Barsch erwischen. Ich fische heute mit dem River Shad in verschiedenen Farben. Und einmal werde ich faulenzen, einmal werde ich dropshotten. Beides mit der Rute. Mal schauen, was passiert. Das ist reinig. Hammer.